Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind beim nächsten Teil unserer Weihnachtsengel-Adventsengel-Aktion der Caritas. Upcycling ist unser Thema, also aus alt, aus gebraucht, macht neue Sachen. Und weil wir in der Weihnachtszeit sind, sind wir im Theresienhaus in Glandorf und wir stellen heute tatsächlich Engel her. Ist relativ einfach, man braucht im Prinzip nicht viel dafür. Ein altes Liederbuch wie das hier. Da reißt man einfach die Seiten raus und das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich uns alles zurechtzulegen. Wir haben Hammer dabei, einen Nagel, da werdet ihr noch sehen, wofür es gleich ist, diesen Holzklotz, einen Prittstift, eine Schere, eine Heißpistole und ein schönes goldenes Band der Weihnachtszeit angemessen. Und diese Kugeln, wo so ein Loch drin ist, da kann man durchgucken, aber eigentlich ist es dafür da, dass wir den Faden da durchziehen. Cecilia, wie geht's los? Also ich habe jetzt schon mal ein paar Seiten rausgerissen. Das sieht ein bisschen usselig aus. Das muss wahrscheinlich ein bisschen geschnitten werden. Als erstes schneiden wir die Seiten sauber ab an den Kanten. Und dann müssen wir aufpassen, nämlich beim Falten. Genau. Wir haben es erstmal falsch gemacht. Wir haben viel zu klein gefaltet, aber wir haben jetzt schon so ein bisschen die Technik raus. Vielleicht zeigen wir es einfach mal, wie es geht. Wir machen einmal die quer und einmal so. Quer und einmal längs, genau. Am besten ist es, wenn wir es ein bisschen breiter falten, vielleicht so einen knappen Zentimeter. Letzten Knick, den ich noch machen muss, und dann sieht das Ganze so aus, einmal in lang, einmal in kurz, wie so ein kleiner Fächer. Genau. Der nächste Schritt, es muss gelocht werden. Du legst drauf, Finger weg, 1, 2, 3, einmal durch, wieder abziehen, einmal hier richtig schön durch, das kannst du mal machen. Da haben wir jetzt das Loch. Als nächstes schneiden wir uns den Faden. Wenn das Engel werden sollen für den Tannenbaum, nimmt man es vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Den Faden halbieren wir. Jo. Dann nehmen wir die oberste Seite und fädeln das. Wichtig ist, dass wir erst die große Seite nehmen. Hier durchfädeln. Die lange Seite. Die lange Seite, genau. Einmal hier durch. Dann nehmen wir die kleine Seite, die wir gefaltet haben, hier durch. Machen unten einen Knoten. Und dann kommt schon mal der Prittstift, weil die Engel müssen natürlich an den Flügeln und am Korpus zusammengeklebt werden, weil man das sonst nicht auffalten kann. Brauchst du einen Finger von Das mir? Wäre ganz schön, dass wir da vielleicht gut das letzte Ende schneiden. Nicht ganz so kurz, bitte. So. Und jetzt? Gemeinschaftsarbeit. Man kann es übrigens am besten wirklich zu zweit machen. Also allein ist es ein bisschen Fummelei. Jetzt ziehen wir die Fächer hier auseinander. Das ist hier vom Körper. Super, machst du mal einmal den Kleber drauf. Genau. Prittstift reicht. Das Ganze einmal zusammenkleben, bis es hält. Das hier zusammen. Einmal die Querseite vom Flügel. Einmal. Die wird auch hier angeklebt. Dann die andere Seite. Perfekt. Hier. Und schon. Sieht es schon halbwegs nach einem Engel ohne Kopf wunderbar aus. Wunderbar, Cecilia, das machst du ganz toll. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, welche Kugel kommt drauf. Soll es ein kleiner Engel sein, ist es die kleine. Soll es ein großer Engel sein, ist es die große Kugel. Ich nehme jetzt einfach mal die große Kugel. Da müssen wir noch ein bisschen was abmachen, damit wir es einfädeln können. Hier kommt jetzt der goldene Faden durch. Und schon als Tipp, eben die Kugel mit einem kleinen Tropfen Heißkleber ankleben, damit die Kugel nicht wegrutschen kann. Und schon ist der Engel fertig. Und ist egal, welche Buchseiten ihr nehmt. Es gibt natürlich auch größere Liederbücher, aber hängen einfach mal daneben. Dann haben wir zumindest einen großen Engel, einen kleinen Engel. Das hat jetzt auch, wenn man sich gut vorbereitet, ungefähr 10 Minuten gedauert. Ganz einfach gemacht und man braucht nicht viel Material dafür. Also, wunderbarer Tannenbaumschmuck. Hier im Haus schmücken wir unsere Tannenbäume damit. Und da gibt es jede Menge. Also viel Spaß dabei und nicht verzweifeln, wenn es an dem nicht klappt.